Heute unboxen wir wieder eine Drohne. Die hat FPV-Modus, sie hat Height Control und sie läuft auf 5,8 GHz. Dann machen wir sie mal auf und schauen rein. Hier haben wir schon mal das Display. Sehr schön verpackt, auch mit gleichem Screen Protector. Hier oben bauen wir eine Antenne dran, für besseren Empfang. Dann haben wir hier ganz viele Kleinteile. Hier haben wir die Blade Guards. Die Drohne selber. Hier haben wir noch einen Schreiber. Auf der Unterseite befindet sich noch der Controller. Okay, hier sehen wir schon mal den Emergency G-Stop, wie wir den machen, indem wir beide Knöpfe zur Außenseite drücken. Hier ist noch eine andere Beschreibung. Okay, was ist bei den Kleinteilen dabei? Bei den vier Rotorblätter, der USB-Charger, dann hier haben wir eine Antenne für die Übertragung von dem Bild. Hier haben wir noch einen USB-Charger, der ist für den Akku. Und der andere ist für das Display, also das Display hat einen separaten Akku und nimmt nicht die Batterie von der Fernbedienung, was ich sehr gut finde. Dann haben wir noch zwei Schraubenzieher, ganz viele Schrauben. Und noch ein MicroSD auf USB mit einer MicroSD-Karte von 4 GB, die im Lieferumfang enthalten ist. Hier ist der Copter selber. Von Pioneer. Das Modell ist das JD509. Hier unten haben wir einen Ausschalter. Sieht auch gleich, dass er noch einen Akku drin hat. Den Akku öffnet ihr hier mit der Hinterklappe einfach nur hinten aufmachen und zieht den Akku einfach heraus. Der Akku ist ein 600 mAh Akku, was sehr stark für so eine kleine Drohne ist. So, alles wieder rein, Klappe zu. Hier vorne haben wir die Kamera dran. Die Kamera sieht aus wie ein kleiner Gimbal, ist es aber nicht. Die Kamera kann man nur nach oben und nach unten mit einem kleinen Winkel verstellen. Sonst ist sie nicht stabilisiert. Die Drohne fühlt sich sehr robust an. Alter. Tut sich nichts. Ich glaube, die hält auch ein paar Abstürze aus, ohne dass jetzt gleich irgendwas abbricht. Die Blade Guards kommen hier einfach dran. Die Blade Guards befestigen mittels den kleinen Schrauben. Ihr braucht eine Schraube pro Blade Guard und es ist die obere mittlere, die noch nicht durchgestoßen ist. Die schraubt ihr dann direkt in den Copter hinein. Die anderen beiden sind keine Schraubenlöcher, das sind einfach nur zwei Halterungsstäbe. Also er kann einfach nur so dran, dann dreht es ein bisschen, bis sie dran ist und dann schraubt die eine Schraube in dem einen auf, um alles zu befestigen. Ich werde das Ganze nicht machen, da ich die Blade davon brauche. Was ich auch machen werde, wir befestigen das Display an dem Controller. Das heißt, der geht einfach hier dran, er geht direkt in die Rillen hinein. Und dann setzen wir das Unterteil, setzen wir auch einfach drauf. Und dann nehmen wir die zwei von den großen Schrauben. Und schrauben das Display einfach fest. Wir
Wir haben an dem Display ein schönes Scharnier, das heißt, ihr könnt es hoch und runter klappen und auch gleich öffnen mit dem Blickschutz, dass die Sonne uns nicht stört. Dann schalten wir mal das Display ein. Und es sagt gerade kein Signal. Da ist auch noch eine Displayfolie drauf, falls ihr das seht. Hier oben und da oben seht ihr auch gleich noch den Batteriestatus. Also diese Blasen kommen nicht, weil das Display kaputt ist. Da ist noch eine Displayfolie drauf zum Schutz. Ich schalte gleich mal den Quadcopter dazu ein. Aber vielleicht kriegen wir gleich das Bild übertragen, ohne dass wir jetzt den Controller mit den Batterien ausstatten. Also die Drohne ist an. Und wir bekommen gleich das Bild. Schlecht. Da seht ihr verpackt mit der Drohne und hier kann ich auch ein bisschen rumfahren. Das ist das Live-Bild der Drohne. Die Reaktionszeit der Kamera und des Displays ist super schnell. Wie ihr sehen könnt, das ist wirklich super. Das wird dann später helfen beim First-Person-Flug. Was die Drohne noch alles kann, sehen wir hier auf der Fernbedienung gleich. Ich finde es super, dass es gleich beschriftet ist. Wir haben hier den One Key Return, wir haben hier das Licht ein- und ausmachen, hier mit dem Startmodus. Und auf der rechten Seite haben wir den Headless Mode zum Aktivieren, ein Foto- und Selfie-Aktivierung. Die Tasten hier sind die Trimmer, ein Ausschalter und die springgelagerten Bewegungsgelenke. Links oben können wir die Geschwindigkeit anpassen und rechts oben können wir also den Special Move machen und dann in die Richtung, wo wir wollen. Hier oben schrauben wir einfach noch die Antenne an, damit die Bildqualität während dem Fliegen einfach stabil bleibt, für keinen Signalabbruch haben. Hier an der Seite ist ein kleiner Kartenslot, da steckt einfach die Karte rein. Und sie hält auch sehr gut drin, also sie hat ein Schnappsystem. Gleich hier. Okay, dann tun wir in unsere Fernbedienung auch mal die Batterien rein. 4 Stück Standard 2x A Batterien. Und ihr hört schon, dass der an ist. Schauen wir die Drohne auch gleich nochmal mit an. So, das war nicht. Okay. Wir müssten eigentlich gleich starten können. Auf Start drücken und sie dreht auch sofort an. Aus geht sie, indem ihr 2-3 Sekunden lang Taste nach unten halt. An geht sie, indem ihr den Startbutton drückt. Und dann schaltet der Quadcopter auch raus. Wie gesagt, haben wir hier den One Key Return, den Headless Mode. Was die Drohne eben noch hat, ist die Höhenhalterung. Bedeutet, die Drohne bleibt beim gleichen Schub, immer in der gleichen Höhe, was ich super finde. Also, ihr habt dort schon gesehen, dass die Drohne sich sehr einfach hier auch steuern lässt. In diesem kleinen Bereich, den ich hier habe mit meiner Kamera.